Boah, ich hoffe, ich bekomme dieses Auto nicht. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Aber trotzdem, mal schauen, was wir heute bekommen. Drei, zwei, eins, go! Okay, ich habe das Auto gewonnen. Yay! Mann. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sorgen. Heute mal wieder ein Shiburi-Parcours plus ein Barty-Gleit. Oder Barty-Parcours. Ich weiß es gerade nicht, wie der Map-Erbauer es gemacht hat. So. Ja, ist klar. Was kannst du eigentlich? Ich muss da hoch, ne? Ja. Fahren wir da mal unten durch. Dann fahren wir da durch. Hä? Ich schaff's nicht hochzuziehen. Dann fahren wir es halt rückwärts. Das packt er nicht, das packt er nicht. Aber er packt. Würde es vorwärts packen, das heißt, ich fahre jetzt einfach nur durch alle Speeds, drehe dann nochmal. So. Nächster Versuch. Ja. Was? Ich muss weiterfahren? Okay. Wenn ich jetzt mit dem Formula fahren würde,
würde ich das jetzt einfach als Warrant nehmen, aber... Oh, das war knapp. In der Tat. Aber sowas von. Nee, ich droppe bitte. Wo muss ich bitte lang? Eine Ewigkeit später. Nein! Ich hab mich verlenkt. Hui! Ich kann das nicht als Warrant nehmen. Hier muss Ende sein. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Ich sehe den Punkt. Ich war kurz davor, die Map als unmöglich zu erklären. Mal ganz im Ernst jetzt, wo ist da die Schwierigkeit? Was? Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeit. Das packe ich nämlich nicht mit dem. War's denn schon mit dem Shiburek-Parcours? Den Punkt haben wir.
Ich wusste es, dass der Punkt jetzt hinter mir sein wird. Ja gut, dann respawnen wir halt. Barty! Warum habe ich meine getunte Barty? Da habe ich das Kennzeichen noch nicht geändert. Ja! Boah, das war gerade übelst knapp. Nein! Ich wollte eigentlich nur schauen, wo ich lang muss. Aber der Volldepp, der rollt einfach weiter. Zu weit. Nein. Ja, ich wollte nur noch mal Anschwung holen. Also da ich jetzt leider das verschrottet, okay, den Schrottwagen da erhalten habe. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem anstellen soll, ob ich daraus einfach eine Vergewaltigung machen soll, weil es sieht ja auch aus wie so eine Vergewaltigung gerade. Oder ihn mal tunen soll, mal schauen, wie er aussieht. Verkaufen soll. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare mal schreiben, was ich mit dem anstellen soll. Weil mir fällt im Moment nichts ein, was ich mit dem anstellen soll. Ja, ich springe zu kurz. Weiter 40. Der Geschmack ist so geil. Nein! Diesmal nicht. Ich drück noch nicht mal was. Jetzt hört er auf. Toll. Jetzt. Ich drück noch nicht einmal irgendwas. Jetzt bin ich gerade voll versehentlich auf Gas gekommen. Nein, diesmal springe ich dann nicht vorbei.
Da springe ich jetzt auch nicht vorbei. Das war knapp. Ich muss gerade ausspringen, okay. Nee! 6,5 Stunden später. Ja gut, ich war schon auf Respawn. Schaffe ich es jetzt und endlich. Ich hab den Punkt. Endlich. Und was ist das jetzt für ein Scheiß? Zu früh. Wieder zu früh. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Oh mein Gott, was soll's? Nein! Hä? Okay, da ist das Ziel. Aber wo muss ich hingleiten? Ich hoffe, er ist am Boden. Du willst mich doch verarschen, oder? Ja, okay. Also die Schwierigkeit ist einfach nur dadurch, weil er so scheiße gebaut hat. Wohin will ich denn? Warum? Die Pfeile haben mich gerade schon auseinandergenommen. Warum ist auch noch der scheiß Gleit? Und ich verkleide mich die ganze Zeit. Warum? Mann! Mann!
Ne! Was zur Hölle mache ich da? Nee, hätte ich auch nicht mehr geschafft. Ich war einfach viel zu hoch. Mann! Du willst mich doch nicht verarschen, oder? Nicht so hoch, nicht so hoch. Jetzt probiere ich mal was anderes. Ich war ja schon drin. Deswegen sage ich jetzt trotzdem, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Gerne, ich bin dafür dankbar dann. Dann weiß ich, sowas gefällt euch. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert meinen Kanal. Lasst doch gleich die Glocke da, damit ihr die Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ist ja klar. Bis zur nächsten Folge. Cheerio!